150 Menschen schlagen, prügeln und boxen aufeinander ein. Grund des Streits? Die verfeindeten Familienclans haben etwas gegen die Beziehung zweier junger Menschen. Sie entstammt der einen, er der anderen Familie. Eine Geschichte aus dem Nahen Osten? Nein, aus Solingen, südlich von Wuppertal. Der Tatort in Solingen heute Mittag. Er ist völlig verwaist. Kein Vergleich zu dem Tumult hier gestern Abend. Um 9:30 rückte die Polizei an. Kurz zuvor war ein Notruf bei ihr eingegangen. Die Polizisten finden eine Massenschlägerei vor, wie es sie vorher in Solingen noch nie gegeben hat. Die Polizei konnte nicht mal den Schlägerei zustoppen. Deswegen haben die den richtigen Verstärkung aufgerufen. Also da war richtig heute was zu tun, wie im Kino. Wie aus dem Nichts prügeln sich auf der Straße plötzlich fast 150 Personen. Mit Baseballschlägern und Schlagringen gehen zwei Familien aus Syrien und dem Libanon aufeinander los. Zwei Männer werden bei der Prügelei verletzt. Sieben muss die Polizei schließlich festnehmen. Der Grund für die Prügelei? Die verbotene Liebesgeschichte zwischen der Tochter der einen und dem Sohn der anderen Familie. Für den Nachbar kam der Streit völlig überraschend. Ich gehe zu denen Kaffee trinken und so weiter. Die sind ganz nett, aber ich weiß nicht, was wirklich heute passiert ist. Ich weiß wirklich nicht, wie das zusammengekommen ist. Heute Mittag ist die Stimmung im Viertel immer noch geladen. Eigentlich gilt die Straße mitten in Solingen nicht als Brennpunkt. Die Schläger von gestern erwarten jetzt Strafverfahren. Wir haben natürlich hier Straftaten vorgefunden, Körperverletzungsdelikte, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, versuchte Gefangenenbefreiung und wir haben Gegenstände gefunden, die eben Waffen, verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz sind. Da sind Ermittlungsverfahren eingeleitet und die werden jetzt zur Rechenschaft gezogen. Die Anwohner hier hoffen, dass sich dann eine solche Massenschlägerei nicht mehr wiederholt.